So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Hier gibt es nur eine schnelle Aufzeichnung, denn heute findet ein JFT Live Event statt. Kann sich noch jeder anmelden. Plätze sind noch frei und der startet eben um 8.45 Uhr. Deshalb kann jeder noch im Nachhinein auch diese Sendung dann kurz anschauen. Gestern gab es ja schon einen Überblick. Neues Setup zeige ich gleich, im Prinzip ein komplettes Setup noch nicht auf im DAX. Wenn man hier das gestrige Video und auch sonst ja, die Eindrücke mitverfolgt hat, dann war hier ein Anlauf mindestens bis 10.200 möglich oder eben auch ein Rücklauf bis an dieses Niveau, was er jetzt ja vorbörslich erreicht hatte. Und von dort war immer noch präferiert ein Abprall nach unten. Und der wird auch jetzt noch gesehen. Erst ein Schlusskurs ja, über 10.000, also ein Stundenschlusskurs über 10.300 Punkten, wird das Szenario eher nichtig machen. Auf Xetra war ja, wie gesagt, hier das untere Kursziel komplett erreicht worden. Und hier sieht man auch, dass der DAX heute bis bei 10.200, aktuell 10.230, 240 aufmachen wird. Und ob er jetzt hier mit der Stundenkerze diesen Widerstand nimmt, ist eben fraglich. Eher, dass er abprallt und dann Gap Close macht. Also in unteren Zeitebenen kann man hier definitiv mal schauen, ob es Schwäche reinkommt und dann eben Richtung Gap Close vielleicht was handelt. In dem nackten 4-Stunden-Chart oder fast nackten 4-Stunden-Chart gibt es hier noch eine Linie, auch die bei 10.245 etwa liegt. Heute ja 45, 40. Da wird er eben auch eröffnen und dann vielleicht eben abprallen. Zum Forex-Markt und zu Silber, der hat heute Nacht, gab es einen Verkaufsdruck und ließ den Silberpreis wieder auf die 20 US-Dollar fallen. Das sieht man, dass der Markt nicht ganz nach den runden Marken spielt, genauso wie beim Hang Seng Index, wo ich 2000 Pips mitnehmen wollte. Hier wollte ich eben den runden 1 Dollar mitnehmen für diese Position. Man sieht knapp, äußerst knapp verfehlt. Das zweite Kauflimit, da wurde der Stopp angehoben. Und somit ist man jetzt nur mit der ersten Position noch drin. Die zweite wurde ja mit genau einem Dollar dann ausgestoppt. Auch hier, wie man es einfach nur Trendfolgen sieht, bleibt es trotzdem bullisch. Das Tief von hier hat gehalten, auch die Unterkante hält. Bei Gold im Prinzip auch eher das gleiche Spiel. Im 4-Stunden-Chart bleibt er über den Tiefs von Anfang August und wird höchstwahrscheinlich auch hier den EMA 38 halten. Sonst von den Setups her, das australische Dollar, neuseeländische Dollar, da hat man wirklich, hier war das die erste Bewegung von der deutlicheren Aufwärtsbewegung, konnte man schön handeln, im Prinzip hier eingestiegen, nahezu 0 Punkte, dann ins Minus gelaufen, 0 Pips und dann hier konnte man verkaufen. Also hier hat alles gepasst. Pfund gegen australischer Dollar, das wurde gestern vorgestellt, noch keine Ausführung. Da bleibt erstmal ja, ein bisschen skeptisch oder an der Seitenlinie. Da dürfte es oder wäre jetzt eigentlich gut, nochmal tief hier auszubilden. Auf jeden Fall nochmal hier runter zu kommen und dann nach oben auszubrechen. Das wäre hier das schönere Setup. Und gestern ja besprochen, dass der Hang Seng hier von der Unterstützung
mit der Doji-Kerze nach oben gehen soll. Das tat er zwar nicht dynamisch, beim Nikkei war dann die schönere Bewegung, nachdem bei der Indikation gestern sich eben hier auch eine schöne Kerze gebildet hat. Aber wie man sieht, dann stimmt entweder hier mal wieder die Indikation nicht oder gab es wirklich einen ganz schnellen Abverkauf zu Beginn. Denn hier wird ein tieferes Tief erreicht. Wer jetzt hier investiert ist, dann den Stopp auf dem regulären Handel, wer dann hier unten gleich nachziehen, dann dürfte jetzt hier die Abwärtsbewegung, die Korrekturbewegung abgeschlossen sein und der Blick richtet sich dann nach oben. Sonst im WTI gibt es jetzt einen Rücklauf. Wie gesagt, wenn sich da was ergibt, kommt im Tagesverlauf ein Setup raus. Sonst dürfte es jetzt erstmal das gewesen sein. Danke fürs Zuhören und wünsche allen dann viel Spaß bei dem Webinar mit Christian Kämmerer. Danke, bis später.